So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Der letzte Part war synchron. Ich hoffe, dieser ist es auch. Und da haben wir es doch schon. Ich wollte ein Troll-Level suchen. Dafür bin ich in die Beliebtheitslevel. Nee, Quatsch. In die Detailsuche gegangen, habe nach Beliebtheit sortiert. Super Expert und Rätsel. Und tatsächlich hier Troll-Javu. A Happy New Year of Trolls von King Bling. King Bling habe ich schon mal bei DGR gesehen, aber dieses Level glaube ich noch nicht. King Bling sagt mir aber was. Also das hat DGR ein paar Mal erwähnt. Ich kenne das. Ich gucke mal rein, ob ich es kenne. Wenn ich es kenne, spiele ich es nicht, weil wenn ich die Trolls kenne, ist es langweilig. Aber ich glaube, ich kenne es nicht. Es sagt mir zumindest nichts. Also King Bling sagt mir was. Als Troll-Creator. Okay, also hier darf ich schon mal nicht warten. Aber das Level selbst sagt mir im Moment nichts. Wir spielen es einfach mal. So. Oh Gott, mein Herz. Hier ist ein On-Off. Und ich bin... okay. Und ich bin tot. Ich kenn's nicht. Also selbst wenn ich's gesehen haben sollte schon mal, ist es so lange her, dass ich's nicht mehr weiß. Gut. Da wäre eine Röhre gewesen. Okay. So, dann gehen wir in die Röhre. Ah, da drüben ist auch eine Röhre. I see. Das heißt, wir müssen hier in die Röhre gehen. Ich warte. Ja. Okay. Nein. Ah, scheiße. Ach so, Jump Up heißt, ich muss da hochspringen. Zu der Mün... Ah. Verstanden. Ich wette, ich hätte da... Keine Ahnung. Wo bin ich? Da bin ich. Wie bin ich denn da gerade rausgekommen? Ach so, jetzt verstehe ich das. Ah, so war der Troll gedacht. Ich hab den. Okay. Ich verstehe. Oh Mann. Das ist echt gut getimt, ne? Ach so, ich werde durch den Ball, durch den Ring da hochgemisst. Ich war zu langsam, ne? Und wenn ich jetzt dahin gehe, schießt mir den Manche ins Gesicht. Aber ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Oh Mist, jetzt ging er durch. Was? Why? Ach so, das ist... Okay, ich habe verstanden. Nein! Oh, ich dachte schon. Okay, ja, jetzt haben wir im Prinzip den Checkpoint. Jetzt ist ja erstmal alles cool. Ist hier wieder eine Röhre versteckt im Boden? Nein. Ich gehe mal wieder zurück, weil manchmal ist das ja so eine Sache, ne? Oh. Das war dann der Teil. Ah, das war die Explosion hier. Ich verstehe. Also zurückgehen ist nicht. Ich muss also schon mal da hoch.
Ja, dann ist hier ein Block wahrscheinlich. Nee, was wird hier sein? Ja, ein Block. Okay. Also, wir warten auf das Schwert. Wait, jetzt kann ich aber zurück, ohne zu sterben. Okay. Okay, zurück ist nicht. Ich sehe es ein. Zurück ist nicht. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich gehe nicht mehr zurück. Ist okay. Ich glaube das. So. Es gibt die Möglichkeit, dass man mit einem Schwert einen Block auslösen kann. Deswegen werde ich jetzt hier mal eine Bombe werfen. In der Hoffnung, dass die den Power auslöst. What? Dann so. Ich will jetzt mal gucken, wäre hier ein Block gewesen. Nein, da wäre kein Block gewesen. Okay. Oh. Ich glaube, den hätte ich nicht einsammeln sollen. Oh! Okay. Oh, das gefällt mir nicht. Das wird mich hier gleich festsetzen. Es würde man. Na, ich muss durchlaufen. Wäre hier irgendwo. Ah, jetzt komme ich hier nicht mehr zurück. Jetzt kann ich nur das hier auslösen. Alles klar. Es kommt hier ein Pilz. Das habe ich noch nicht verstanden. Ist hier eigentlich irgendwas hier unten? Nein. Aber warum? Ich hole den Schlüssel jetzt mal nicht. Ich bin blöd. Ich weiß doch, was passiert. Oh mein Gott, ich weiß doch, was passiert. Was ist das jetzt hier? Oh nein, es gibt ja bei Troll-Leveln immer so, ja. So Räume, in denen man was tun muss, um zu sterben. In dem Fall jetzt nur erwarten, aber ja, die gibt's ja auch. Ah, dang. Ah, dang. Ah, dang. Okay. Aber warum umgehe ich beim ersten Mal den Troll und laufe beim zweiten Mal rein? Ich weiß doch, was passiert. Warum vergesse ich das denn? Das ist doch dumm. So, hier warten wir. Und jetzt gehe ich mal hier hoch. Ah, ist das jetzt der Hinweis, dass ich den Schlüssel holen soll? Okay. Dann haben wir es am Anfang richtig gemacht. Okay. Okay. Dann haben wir es am Anfang richtig gemacht. So, dann, wenn ich jetzt hier springe, kommt der Pilz oder was? So, Moment. Ich komme hier ja wieder raus. Ah, und jetzt geht der Block kaputt. Okay, jetzt muss ich aber den Pilz verlieren. Oh. Wie
wollte gerade gucken, ob da eine Röhre ist. So viel dazu. Okay. Da war keine Röhre mehr. Dang it. Okay, also wir gehen hier hoch, wir holen uns den Pilz. Wir gehen hier runter, wir gehen hier hoch. Und wir gehen direkt weiter. Gut, in dem Block könnte was drin sein, aber ich gehe mal nicht davon aus. Jetzt ist halt die Frage, Röhre oder explodiert da was an der Seite? Ich warte. Okay, da explodiert nichts. Da kommt aber auch nichts raus. Okay, dann gehen wir rein. Und gleich wieder zurück. Okay, wir gehen nicht gleich wieder zurück. Ich müsste jetzt springen. Oh, oh. Ah, hätte ich mir denken können. Das hätte ich mir denken können. Ach, Mist, ey. Und wir sehen schon, es gibt eine Röhre, die zurück zum Checkpoint 1 führt. Also sobald wir Checkpoint 2 haben, gibt es eine Möglichkeit, dass wir zurückwandern. Und zwar durch eine rote Röhre. Wir wollen also möglichst rote Röhren vermeiden. Mal gucken, ob wir es schaffen. Wahrscheinlich nicht. Okay. So, ist hier eine Röhre? Kann ich hier nochmal springen? Da ist eine Dings im Wasser. Da hat man dann immer schon ein bisschen Angst, wenn man so ein Ding hat, ne? Ich könnte jetzt hier hochhüpfen. Ich könnte es aber auch lassen. No. Oh je. Oh je. Ich will nicht wissen, was jetzt passiert. Oh, ich komme nicht mehr. Was? Ach, da ist ein... Ja. Alles klar. Verstanden. Die falschen 50%. Man kennt sie. Na! Also, jetzt wissen wir einiges Neues. Wir wollen hier rein. Okay, da kriegen wir einen Stupser. Nett. Nett, so ein kleiner Stupser. So, wo kam der Stupser her? Da. Und jetzt sagt er mir keine Shell mehr. Dem vertraue ich nicht. Fuck. Ich hätte ihm vertrauen sollen. Okay, immerhin können wir uns gleich umbringen. Das ist ja schon mal was. Uff. Aber solche Level zu bauen ist halt auch schon absoluter Geniestreich, ne?
Das ist nochmal was ganz anderes als normale Level zu bauen. Was man da alles bedenken muss und was für Mechaniken da dahinter stecken, um diese ganzen Trolls auszulösen. Das ist schon sick. Okay. Also ab zum Checkpoint. Jetzt kriegen wir ihn aber. So. Fies wäre jetzt, wenn da unten eine Röhre wäre, ne? Aber... Oder hier. Ich werde alles nach Röhren absuchen. Okay, da ist keine Röhre. Checkpoint 1, sagt diese Röhre. Ich kann ja nur in die Tür. Wir probieren es trotzdem mal. Ich kann da nicht rein. Okay. Na. Okay. Komme ich da wieder rein? Nein. Okay. Ich bräuchte eine Blume. What the heck? Oh nein! Ist das real? Nein, er geht wieder zurück. Und er killt mich einfach. Okay, dann gibt es aber jetzt keine Röhre mehr, die am Ende zurückführt zu Checkpoint 1. Weil die rote ist ja damit... Ah, die rote ist ja damit weg. Okay. Das beruhigt mich. Ich weiß halt nicht. Ne, da unten kann ich nicht. Ich muss durch die Tür. Es geht gar nicht anders. Okay, wir müssen an die. Hi! Wir müssen an die Tür heran. Blume wollte ich sagen. Oh Gott! Was ist, wenn ich zurückgehe? Kommen die wieder? Nein. Aber es nützt mir auch nichts. Okay. Aber wie kann ich dem... Wait, what? Oh. Okay. Ich kann da nur einmal rein. Also wie komme ich da raus? Ach so, so. Ja klar. Alter. Okay. Okay. Ich habe das... Ja, damit kann ich die Kamera ein bisschen hochschieben. Theoretisch ist der Weg zur Blume offensichtlich, aber da kann natürlich auf dem Weg dahin noch viel passieren. Vor allem da unten dann, auf dem Rückweg. Okay, hier oben ist nicht... Hier kann jetzt nichts passieren. Hier ist ja nichts. Jetzt geht's halt los. Hi! Okay, dem sind wir ausgewichen. Jetzt weiß ich halt nicht, irgendwo ist bestimmt ein Block, der mir alles versaut, der mir irgendwo einen Manche hinsetzt oder keine Ahnung.
Wir gehen mal hier hoch. Okay, da kann ich hoch. Möglich, dass woanders Blöcke gewesen wären, man weiß es nicht. What? Hinter der Blume war eine Ballblume. Und jetzt komme ich da oben nicht mehr rein. Oh, ist das frech. Oh, jetzt komme ich natürlich auch nicht mehr zurück. Oh, ist das frech. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Den Mole sind wir ausgewichen. Den Mole sind wir ausgewichen. Einen Troll haben wir umgangen. In den anderen sind wir leider reingelaufen. Ah, okay. Okay. Ah ja, cool. Jetzt würde ich schon mich interessieren, ob hier auch was gewesen wäre. Nein, ich kann da auch hoch, okay. Aber jetzt darf ich ja nicht auf die andere Blume fallen. Okay. So. Jetzt ist halt die Frage... Ich muss wieder klein werden, offensichtlich. Die Frage ist, will ich da oben in die Röhre rein? Da ist tatsächlich die Röhre im Boden. Ich hab's einmal ausprobiert. Ah, okay. Okay. Ich bin das perfekte Opfer für Troll-Level. Verdammt. Ah, ich falle überall rein. Also, wir probieren keine Röhren mehr im Boden aus. Das war beim ersten Mal okay und danach waren es Troll. Ah, Mann, ey. Wenn man genau hinschaut, sieht man es dahinter blinken, ne? Ne, sieht man nicht. Ich hab gelogen. War die Münze. Okay, ich warte. Vielleicht warte ich auch nicht. Das war jetzt wieder so ein Ding, dass man nicht... Nein. Ich hätte es wissen müssen. Das passiert immer wieder. Ach, nee. Oh, okay. Das ist halt auch nur lustig, wenn man schon mal in diesem Raum drin war, ne? Weil man dann weiß, es ist jetzt anders. Oh mein. Hat keiner gesehen. Ja, wenn man dann weiß, es ist jetzt anders als davor. Wieso habe ich jetzt den Pilz hier verfehlt? Das ist... Hab den doch jedes Mal mitgenommen. Mann. Aber jetzt haben wir es dann. Jetzt dürfte nichts mehr passieren. Aber es ist immer noch ein Troll-Level, man weiß nie. Vielleicht ist plötzlich irgendwas anders, weil wir jetzt das Ziel schon mal gesehen haben. Das gibt's ja auch. Dass selbst die Dinger dann plötzlich anders sind. Alles schon mal vorgekommen. Alles schon mal vorgekommen. Da war noch ein Pilz. No. So komme ich nicht hier durch. So komme ich nicht da durch.
Da oben ist es echt egal, wo man hochspringt. Ne? Ich bin jetzt bewusst nochmal woanders hochgesprungen. Das ist echt egal. Okay. Hätte ich ja nicht gedacht. So. Da ist der Pilz weg. Okay, kann jetzt noch was passieren? Nein. Puh. Ah, ist schon cool. Sind schon cool solche Troll-Level, ne? So, hat die GA das jetzt gespielt? Nein, ich will selber eine Kommentare lesen. Ah, fuck, das finde ich jetzt nie. Wenn da irgendwo ein Trolled ist, hat die GA das gespielt, aber... Das kann man jetzt nach 3 Jahren suchen oder so. Ja, das finde ich nicht... Wait. Na, das ist nicht... Ja, ich wollte gerade sagen, das sah überhaupt nicht wie das Trolled von die GA aus. Ist ja auch egal. Aber ich würde es vermuten, nachdem er Kingbling Level spielt, hat er es bestimmt auch gespielt. Egal. Okay. Troll-Javu. Das ist sogar von einem Deutschen, das werden wir uns mal merken. Das haben wir schon gespielt. Ach, das war auch von King... Ja gut. Das habe ich gar nicht gemerkt, dass das von Kingbling war. Ja, die Bier ist auch ein... Das sind tatsächlich die ganzen Namen, die man sonst so bei den Troll-Let's Play-Typen sieht. Witzig. Also so findet man Troll-Level, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Ja, das habe ich auch bei Dings gesehen. Das Anti-Anti-Trolle. Okay, okay, okay. Oha. Und dann bin ich ja schon wieder überhaupt nicht, weiß ich überhaupt nicht, was ich spielen soll. Okay, alles gut. Alles gut. Wir gucken mal noch nach Musiklevel 9. Neue Musiklevel. Sollten sehr schwierig sein, sonst ist es nur so ein Durchgelaufe. Nach Beliebtheit ist gut. Erstmal wieder alle an und dann Musik auswählen. Da. Was ist denn ganz oben? Cape Kills Dumbledore. Wait, ich habe nicht nach aktuell gemacht, ne? Ja. Ich würde schon gern aktuell haben. Jetzt habe ich ihn überfordert. Jetzt habe ich ihn überfordert. Das war zu viel. Jetzt hat er keine Lust mehr. Ja, Mensch. Koopa Pirates Mothership. Musik, Kunst. Auf geht's. Ja, das ist normale Musik. Warum hat das jetzt den Dings Musik bekommen? Warum hat das jetzt den Dings Musik bekommen?
Wow. Wie lange geht das? Okay, kriegen wir hin. Das ist auf jeden Fall ein cooles Level. Das muss man sagen. Oh, nice. Da ist mein Checkpoint. Cool. Aber ich verstehe, wie gesagt, nicht, was das mit Musik zu tun hat. Aber ist egal. Es ist ein schönes Level. Können wir auf jeden Fall noch schnell spielen. Das spielen wir noch schnell. Ja, so nicht. So nicht. Aber auch hier wieder, ne, Indikatoren sind einfach alles. Und da wäre das Ziel da hinten. Da kommen 3 Leben, da ist hundertprozentig das Ziel. Cool. Sag ich ja. Hätten wir einen Abschnitt schneller gehen können, aber ist okay. War cool. Und auch schon wieder besser als Platz 1 der beliebtesten Super-Expert-Level. Aber was soll's. Aber den Musik-Tag verstehe ich nicht. Der hat da nichts verloren. Dance Music Kaizo. Coffin Dance und SpongeBob? What? Das klingt gefährlich. Nein! Oh, das Dumme ist, weil es ein Scrolling-Level ist, dürfen wir natürlich alles nochmal machen. Der schießt runter. Habe ich vorhin gar nicht gesehen. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Hä, wie soll ich... Hä? Ich hab erstens nicht gesehen, dass da Stacheln am Boden sind und zweitens, wenn da Stacheln am Boden sind, wie soll ich da durchkommen? Hä? Ach, da ist eine Schelle. Ja, hi. Die habe ich ja überhaupt nicht realisiert, ne? Die habe ich ja überhaupt nicht realisiert. Okay, cool. Ach, das ist jetzt das SpongeBob-Ding. Oder was? Ah, Mist. Ah, ist ein lustiges Level. Was mache ich da? Thank you.
Aber was mache ich da? Ducke ich mich einfach, oder wie? Und werde dann von dem Screen durch die Pflanze geschoben, wenn ich mich ducke? Fragezeichen. Geht das? Ah, Tatsache. Okay, aber wenn ich schnell durchrutsche, geht das sogar besser. Das war neu. Den darf ich nicht zu schnell auslösen, dann sollte ich unter ihm durchkommen. Aber ich mag den Moment hier, dieses, wo es zu den Orchids wechselt. Das da. Das ist cool. Ah, zu lang. Zu weit gelaufen. Na, dieses, wo es zu dem Dum, 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 Dum. Das ist cool. Diese Sounds mag ich, also die heißen, ich glaube so, also Orchesterhead irgendwie sowas heißen die meistens. Zumindest auf meinem alten Keyboard hießen die so. Keine Ahnung, ob das dann der Originalbezeichnung ist oder sehr alt ist. Die werden auch sehr viel in Phoenix Wright verwendet. Ach Mensch. Meistens bei dem Corner Theme. Dum, 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 dum. Egal. Passt jetzt nicht. Das war blöd. Ich muss da durchkommen. Ich muss da durchkommen. Okay, verstanden. Ich muss da durchkommen. Ich darf da nicht stoppen. Kriegen wir hin. Nein, zu bald. Zu bald vom Ducken rausgegangen, damit ich schneller weiterlaufen kann. Aber fast. Fast hat's geklappt. Nein, schon wieder. Ich muss halt relativ schnell aus dem Ducken rausgehen, sonst komme ich unter dem Swamp nicht durch. Das ist das Ding. Nice. Keine Ahnung, was jetzt kommt. Jetzt ist alles neu. Ah. Da muss ich einen Ticken schneller sein. Okay. Nein! Nein, 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 nein. Da war ich... Oh.
Das ist wirklich eine Stelle, die muss gut passen. Wenn du die ein bisschen falsch machst, ist schon vorbei. Du darfst weder dich zu bald ducken, dann kommst du nicht durchgerutscht. Und wenn du zu bald wieder hochgehst, dann stirbst du an der Pflanze. Und wenn du aber zu spät wieder hochgehst, dann erwischst du den Swamp nicht. Du hast so viele Möglichkeiten, die Stelle auf unterschiedliche Art und Weise zu verhauen. Oh Gott, oh Gott. Nicht meine Stelle. So, jetzt hier schneller durch, dann passt die Geschichte. Okay. Ich warte mal lieber hier. Please don't troll me. Okay. Kein Troll. Checkpoint. Yay! Who way in Abschiweißes? Sehr schön. Schönes Level. Wer hat das gebaut? Wer hat das gebaut? Wer hat das gebaut? WBC. Okay. WBC, ich guck mal kurz auf deinen Kanal, was du sonst so baust. Wenn du viele Musiklevel baust, dann folge ich dir. DuckTales, MGM2 Heatman, Uno Mars, Attention. Der baut definitiv Musiklevel. Ja. Alles hatet er. Oh mein Gott. Hasst doch nicht alles. Okay. Machen wir noch ein Musiklevel von ihm? Erstmal folgen wir ihm. Und dann spielen wir noch DuckTales the Moon. I wanna be the guy. What? Au. Das hat nicht funktioniert. Oh, Junge. Hä, wie mache ich? Hä? Ach so. Gut, die wollte ich jetzt eigentlich nicht einsammeln. Okay, ich muss wirklich genau auf die Pfeile achten. Vertraue euch Pfeilen. Ja, das war ein bisschen zu bald vielleicht vertraut. Das habe ich jetzt falsch gemacht. Ach so. Checkpoint. Der baut auf jeden Fall auch sehr coole Musiklevel, der Typ. Nice. Very, very nice. Das sind Level, die liebe ich.
Das könnte ich immer wieder spielen. Das ist cool. Okay, sehr schön. Haben wir noch einen Musiktyp gefunden? Dann gucken wir uns das nächste Mal nochmal nach ein paar anderen Musikleveln um. Und vielleicht machen wir auch noch ein bisschen Multi. Mal gucken. Danke fürs Zuschauen. Oder 0%. Ich wollte eigentlich mal 0% Level machen. Egal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.